Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Baldur's Gate. Jo, wir haben in der letzten Folge Daveron hier besiegt und seinen gesamten Schatzhort geplündert hier unten. Yay. Wir sind voll bepackt bis oben hin. Jeder Char. Ausnahmslos. Wir haben nichts, was wir einem noch anziehen könnten. Na doch, hier hätten wir noch einen Ring. Wer könnte noch einen Ring tragen? So. Da hätte Minsk noch einen freien Platz. Halsketten haben wir zurzeit keine. Mehr? Nö. Okay, und leere Slots für Tränke auch nicht. Nö. Gut, das heißt Abflug. Beinahe unter meiner Würde. Beziehungsweise demnächst zu einem Händler. Können wir davon noch was mitnehmen? Ja. So. Spieren hat ja sicherlich keiner dabei, oder? Nein. Gut, okay. Und Melfsäurefall kannst du nicht lernen. Und die anderen Sachen kennt sie auch alle schon. Magiepan. Gut. Ja, Pfeile haben auch alle voll. Gucken wir mal kurz, wie sieht es mit dem Level-Up aus. Oh, das dauert noch ein kleines bisschen. 1900 Erfahrungspunkte noch. Okay. Ja, nichts leichter als das. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir reden erstmal mit ihm hier. Der schreit um Hilfe. Ihr habt da Veron getötet. Oh, bitte tötet mich nicht. Bitte, oh bitte, oh bitte. Ich schwör's, ich bin doch bloß ein Lehrling. Ich weiß gar nichts. Na gut, ich weiß ein bisschen was, aber ich war doch nur sein Schüler. Wirklich. Ich kann euch vielleicht helfen. Ja, ich kann euch Informationen geben. Fragt mich was, oder was? Fragt mich doch irgendetwas. Wer seid ihr? Welche Rolle habt ihr gespielt? Was war der Zweck davon? Der Eisenmangel, wer steckt dahinter? Wer war Davirons Vorgesetzte? Wer erteilt hier tatsächlich die Befehle? Wer seid ihr? Welche Rolle habt ihr gespielt? Ich sage euch doch, dass ich nur Davirons Schüler bin. Ich bin bei ihm in die Lehre gegangen, das ist alles. Ich hatte keine Ahnung von nichts. Doppelte Verneinung. Also er hatte Ahnung von allem. Gut, ich weiß ein klein wenig. Fragt einfach und ich werde erzählen. Was war der Zweck dieser Anlage? Die Minen? Ich glaube, wir wollten als Retter in der Not auftreten. Angeritten kommen mit ihren Eisenvorräten und die Truppen ausrüsten oder so ähnlich. Durch die Räuberüberfälle und die Gerüchte über Am hatte sich der Eisenthron ausgerechnet, dass die Herzöge von Baldur's Tor denken, sie bräuchten auf schnellstem Wege Waffen und Erz für den Fall eines Angriffs der amnischen Seite. Sie dachten, sie könnten astronomische Preise verlangen oder noch besser Sanktionen gegen die Konkurrenz verhängen und so die Handelsgesetze für sich selbst lockern. Ein einfacher Weg, sich an der Küste als Macht im Untergrund zu etablieren. Das ist alles, was ich weiß, ich schwör's. Der Eisenmangel, wer steckt dahinter? Wer dahinter steckt? Naja, der Eisenthron, schätze ich. Daveron hat diesen Ort für die regionalen Bosse in Baldur's Tor geleitet. Sie verwendeten einen merkwürdigen Zaubertrank, um das Eisen in den Lagern zu vergiften, setzten Malahit dafür ein, damit kein neues Eisen abgebaut wurde, und die Räuber überfielen die Handelskarawanen mit Eisen. Und dann ist es nicht schwer, die spürbare Knappheit als echte Bedrohung zu verkaufen. Das müsstet ihr aber alles wissen, wenn ihr Malahit getötet habt. Kann ich jetzt gehen? Wer seid ihr? Das hatten wir schon. Aus dem Weg, Tummeme. Ihr sterbt für eure Beteiligung an diesem Plan. Wer war Darivirons Vorgesetzter? Wer erteilt hier tatsächlich die Befehle? Ich weiß es nicht, ich schwör's. Alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass die Anführer des Eisenthrons Daveron hier eingesetzt haben. Ich glaube, es sind derer drei, aber ich kenne ihre Namen nicht. Daveron erhielt auch noch von jemand anderem Befehle. Er beschwerte sich oft darüber, aber er nannte mir nie Namen. Wirklich nicht. Das Hauptgebäude des Eisenthrons ist in Baldur's Tor, irgendwo im Südwesten der Stadt. Aber ich war nie dort. Das ist die reine Wahrheit. Kann ich jetzt gehen, bitte?
Na dann verschwinde mal, Schwächling. Und danke, ich verspreche, hochgeteile ich mich nie wieder mit Leuten die Saat einzulassen. Egal wie gut die Bedingungen wären. Ja, mein Herr, ich bin mir ziemlich sicher. Ja, meine Dame, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich von jetzt an aufpassen werde. Danke und auf Wiedersehen. Tagebuch aktualisiert. Oh ja. Lagertagebucheintrag. Nach dem Sieg über den Magier Daveron befragte ich seinen schluchzenden Lehrling Stefan Recap. Er bestätigte viel von dem, was ich schon wusste. Der Eisendruck ist die Organisation hinter der Eisenkrise, doch ich glaube, der Name ist reiner Zufall. Malahir sollte die Effizienz der Mine von Aschke zerstören, während die Räuber ankommende Karawanen stoppten. Der als Bedrohung erfundene Eisenmangel sollte die Furcht schüren und das Problem verstärken. Der Eisendrum wollte sich dann als Retter darstellen, indem er seine Eisenvorräte ankarte, um die Truppen auszurüsten oder so ähnlich. Aufgrund der Raubzüge und der Gerüchte über Arm rechnete der Eisentor damit, dass die Herzöge von Baldur's Tor glauben würden, dass sie bald Waffen und Erz zur Abwehr eines armenischen Angriffs brauchen. Sie dachten, sie könnten exorbitante Preise erzielen oder noch bessere Sanktionen gegen die Konkurrenz und eine Erleichterung der Handelsgesetze nur für sie. Eine schnelle Möglichkeit, sich als Untergrundkraft an der Küste zu etablieren, während sie nach außen den Anschein der Ehrenhaftigkeit als ein Handelskonsortium bewahrten. Doch nur solange man nichts entdeckte, was wir ja getan haben. Also die wollten sogar die Zentarim übertreffen. Die Zentarim sind ja sozusagen eine Art Schwarzmarkt. Die drei regionalen Anführer des Eisenthrones übergaben die Verantwortung über die Mine an Daveron. Stefan erzählte auch, dass Daveron zusätzliche Befehle von jemand anderem bekam und er sich häufig dafür beklagte, obwohl er keinen Namen nannte. Das Hauptgebäude des Eisenthrones liegt anscheinend in Baldur's Tor, irgendwo im Südwesten der Stadt. Was wollt ihr? Das heißt, Baldur's Tor, hier oben, ganz dick und unmöglich zu übersehen, wäre unser nächstes Ziel. Unser nächstes großes Ziel. Das heißt, wir müssten hier über die Höfe zur Brücke nach Baldur's Tor. Mann, wir haben schon ziemlich viel geschafft, wenn ich mir das so ansehe. Nur die drei Gebiete hier sind noch blau. Dann haben wir eigentlich alles hier im Süden, südlich von Baldur's Tor. Also wenn wir hier so am freundlichen Arm oder am Mantelwald entlang die Linie ziehen, haben wir sonst alles andere. Nichts leichter als das. Oh, und er hat uns einen Ausgang gezeigt. Hier scheint es hoch zu gehen. Muss ich zwar bei einem Quicksave machen. Und wo sind wir? Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Wir sind am Eingang rausgekommen. Wir hätten eigentlich theoretisch also mit diesem Aufzug nach ganz unten fahren können, die ganze Mine überspringen. Oder man braucht Daverons Schlüssel, um da runter zu kommen. So, aber wie man merkt, die erste Ebene ist leer. Keine Sklaven mehr, also hat der andere Sklave es geschafft, sie rauszubringen. Sehr gut. Das heißt, das Letzte, was wir noch machen müssen, ist die Mine überfluten, dass der Eisenthron sie nie wieder nutzen kann. Rettet mich, edler Herr. Bitte, rettet mich. Ja, wir retten dich ja schon. Rettet mich, helft mir, bitte. Hallo, wie ich sehe, habt ihr auch den Schlüssel. Das muss ein blutiger Kampf mit dem Meister gewesen sein. Und ihr müsst ganz schön hart im Leben sein, dass ihr das überlebt habt. Klingt zwar, als hätte er uns nicht ganz so ausgeglaubt. Alles klar, gebt mir den Schlüssel, dann bringen wir es hinter uns. Oder ist noch was? Ihr habt doch mit Rill gesprochen, oder? Damit die Sklaven hier auch alle lebendig rauskommen. Okay, wir können gemeinsam uns sagen, wir kümmern schon die anderen Sklaven, aber die Wahrheit ist, ja, wir haben mit Rill geredet. Mach dir um deine Freude keine Sorgen, denen wird nichts passieren. Hier ist der Schlüssel, also los. So, das wär's dann wohl. Sobald ich den Stöpsel rausziehe, müssen wir um unser Leben rennen. Sonst werden wir genauso weggespült wie die Oratia-Zwerge. Los.
Hey, Kollege! Und somit ist die Mine überflutet. Ihr habt den versiegelten Stöpsel aufgebrochen und damit die Mackelwald Wien überschwemmt. Dem heranrauschenden Wasser seid ihr um Haaresbreite gekommen. Der Gedanke, dass ihr dem Eisentroller einen herben Schlag versetzt habt, erfüllt euch jedoch mit Stolz. Ihr hegt ein leichtes Schuldgefühl wegen der vielen Todesopfer, doch ihr wisst, dass ihr nur mit besten Absichten gehandelt habt. Die meisten Todesopfer da drin haben wir selber getötet, also sei es drum. Ihr habt uns gerettet. Der Rest von uns ist nach Norden in Richtung Baldurs Tor geflohen. Aber ich wurde ausgewählt, um hier zu bleiben und euch allen zu danken. Ohne eure Heldentaten müssten wir noch wer weiß wie lange in dieser scheußlichen Mine arbeiten. Ich bin doch froh darüber, dass wir nicht in diesem Massengrab Toten enden mussten, wie die restlichen Söldner des Eisentrotts. Kameradschaft, Abenteuer und das Klären von Schwertern. Der Stoff aus dem Legenden sind nicht wahr, Bo. So, Tagebucheintrag. Ich habe die Minen des Wandelwalds überflutet und jeden getötet, der sich in ihrem Inneren befand. Meine Gruppe und ich entkamen den anrauschenden Wasser nur knapp. Doch nun, da wir in Sicherheit sind, beruhigt mich der Gedanke, dass der Eisenthron einen herben Schlag versetzt bekommen hat. Ich habe die Minen des Eisenthrons im Wandelwald unter Wasser gesetzt. Bevor ich jedoch den magischen Stöpsel veröffnete, verhalf ich den Sklavenarbeiter zur Freiheit. Ich hoffe inständig, dass die Zerstörung solch wertvoller Bodenschätze dem Eisenthron in seinem Vorhaben, wie auch immer diese aussehen mögen, einen beträchtlichen Rückschlag versetzt hat. Jo. Und noch mehr Erfahrungspunkte für uns. Jetzt sind es bald nur noch. Habe ich mich vorhin verrechnet? Ich glaube, ich habe mich vorhin verrechnet. Jetzt sind es nämlich noch knapp 2500. Beinahe unter meiner Würde. So, wir können doch mal kurz hier reingucken. Nichts leichter, als sich diese Gruppe entwickelt. Ihr könnt nicht mehr in die Minen hinunter, Freund. Das Wasser steht jetzt so hoch, dass die gesamte Mine überflutet ist. Ich warte hier nur ab, ob irgendetwas Interessantes hier den Aufzugsschacht hochgetrieben kommt. Ich bezweifle es aber. Ich muss euch aber doch dafür danken, dass ihr mir mein Leben gerettet habt. Und allen anderen auch. Okay, er ist weg. Und man sieht, wir können den Minenaufzug nicht mehr benutzen. Nichts leichter als das. Nichts leichter als das. Das heißt, wir haben hier fertig. Also würde ich mal sagen, wir versammeln uns erst mal hier. Ich wäre auf eure Taten stolz. Ja? Gucke mal kurz. Okay, wir haben noch... Kann ich euch behilflich sein? Eure Dienerin steht zu eurem Dienst. Wir haben noch genug Heilung übrig, dass wir uns hochheilen können. Ihr habt gerufen? Wie sieht es mit ihren Zaubern aus? Da hat sie nicht mehr so viel. Seht ihr noch den Feuerball für Notfälle? Weil jetzt müssen wir noch aus dem Mantelwald raus und das könnte garstig werden. Ja, komm, Minz, stell dich auf. Was wollt ihr? So, Heilung. Ja, o allgegenwärtige Autorität. Persönlich? Noch mehr Heilung. Ihr habt eine Aufgabe. So, du heilst noch mal Minz. Ja. Und du heilst Khalid. Und du heilst Khalid. Und heil nochmal Khalid. So. Was? Nichts leichter als das. Die Pferde werden ja hoffentlich das Weite suchen. Wir wählen eins auf die Hörner für einen guten Zweck. Yeah, ich habe ein Pferd, das ich allerdings nicht bewegen kann. Ihr zeigt, wohin ich schlagen soll, okay? Gehen wir einfach mal davon aus, dass die Pferde ihr das Weite suchen. Nichts leichter als das. So. Die Pferde werden hoffentlich das Weite suchen. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Weil sonst verhungern sie irgendwann dort. Obwohl ich vielleicht glaube, dass sie dort sicherer sind als bei den Riesenspinnen im Mantelwald. So, gut. Raus hier. Zurück zum freundlichen Arm. Wahrscheinlich unterwegs überfallen werden. Du bist hier lang. Ja. Ja, für die Gruppe. Ich habe nie gefallen. Meine...
Das musste jetzt auch noch wieder passieren, oder?